Weitermachen. Ja, also das war jetzt die Einleitung, aber es passt natürlich schon direkt zu dem, was ich jetzt eben auch machen möchte. Ich hatte, nein, nicht die Vorgabe, aber die Idee war, weil ich in Bayreuth schon mal so einen Vortrag gehalten habe zu wissenschaftstheoretischen oder wissenschaftsphilosophischen Aspekten der Wirtschaftswissenschaften unter dem Titel Die Grenzen der Wirtschaftswissenschaft oder Grenzen der ökonomischen Analyse, das jetzt hier auch zu machen. Aber nun wollte ich das nicht in derselben Weise tun und habe deswegen hier andere Schwerpunkte gesetzt. Aber das allgemeine Problem, was mich eben beschäftigt, und das hatte ich gerade schon angedeutet, ist, dass ich die Wirtschaftswissenschaft als eine Art Brückenwissenschaft eigentlich erlebe, zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften. Ich verwende den etwas altertümlichen Begriff der Geisteswissenschaften sehr bewusst. Heutzutage redet man ja eher von der Kulturwissenschaft an der Stelle. Aber Sie werden sehen, dass der alte Begriff der Geisteswissenschaft, insbesondere aus philosophischer Sicht, eigentlich hier der passendere ist. Ich möchte als Ausgangsfrage ein Thema nehmen, was, glaube ich, zurzeit in den Wirtschaftswissenschaften wirklich, also ganz vorne an der Entwicklung der Forschung steht. Und das ist, dass wir inzwischen mit einem sehr massiven Reduktionismusproblem konfrontiert sind. Worum geht es da? Jeder hier im Raum weiß, die Wirtschaftswissenschaften, der sogenannte Mainstream, hat ganz bestimmte methodische Prinzipien. Und ganz im Mittelpunkt steht der sogenannte methodologische Individualismus. Das heißt, die Wirtschaftswissenschaften setzen eine ganz bestimmte methodische Prämisse, und das heißt, es ist eine ontologische Prämisse, also woraus setzt sich eigentlich die Welt bzw. die soziale Welt zusammen? Und die Ökonomen sagen, das sind Individuen. Es gibt also keine übergeordneten Entitäten, also die Gesellschaft gibt es nicht, den Staat gibt es nicht, es gibt keine Organisationen und Institutionen. Jede ökonomische Erklärung muss am Individuum ansetzen. Ja, das heißt, wenn man sich dann meinetwegen mit Außenwirtschaftstheorie beschäftigt, kann es nicht darum gehen, Protektion zum Beispiel durch Interessen von Staaten zu erklären, sondern dann muss man sich eben fragen, welche Interessen haben eigentlich die Politiker, die solche Maßnahmen ergreifen oder implementieren. Und das ist eben der methodologische Individualismus. Soweit, so gut. Wir haben jetzt aber eine Herausforderung. Und das ist, diese Herausforderung ist entstanden durch die Entwicklung der sogenannten Neuroökonomik. Die Neuroökonomik ist die Verbindung zwischen Neurowissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Das ist eine Erweiterung von etwas, das weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht sogar in einem anderen Vortrag schon aufgegriffen worden ist, die Verhaltensökonomik, Behavioral Economics. Die Behavioral Economics ist sehr stark psychologisch orientiert und die Neuroökonomik sagt jetzt, naja, psychologische Phänomene kann man nochmal hinterfragen. Man kann sozusagen tiefere Ursachen nochmal nachweisen und dazu werden eben die Mittel der Neurowissenschaften eingesetzt. Warum ist das so wichtig jetzt aus wissenschaftsphilosophischer Sicht? Weil eben hier jetzt ein Reduktionismusproblem auftaucht. Und das wird ganz deutlich bei dem führenden, international führenden Vertreter dieses Fachs, dem New Yorker Neurowissenschaftler, ist kein Ökonom, Glimcher, der vor zwei Jahren ein Buch publiziert hat, Foundations of Neuroeconomic Analysis, und dort sehr dezidiert, theoretisch und empirisch die Auffassung vertritt, dass sich eine zentrale Kategorie der Mikroökonomik, nämlich der Nutzen, die Präferenzen, die Nutzenfunktionen und so weiter,
reduzieren lassen auf neurophysiologische Phänomene. Das ist eine ganz einschneidende These. Warum? Wenn Sie die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften kennen, müssen Sie nicht, aber wenn, dann wissen Sie, dass der subjektive Nutzenbegriff sich in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts genau deswegen etabliert hat, um die Wirtschaftswissenschaften autonom zu machen von psychologischen Erklärungen. Es war explizit so gedacht, dass die ökonomische Theorie ein eigenes Fundament erhält, das sich eben auch mathematisch exakt definieren lässt, woraus man dann eben auch exakte Prognosen ableiten kann und dass man eben alle anderen möglichen Erklärungen, die aus der Psychologie stammen, emotionale Reaktionen, was auch immer, gezielt ausklammert. Das sollte nicht unbedingt heißen, dass das irrelevant ist. Worum es ging, war die Wirtschaftswissenschaft, und deswegen ist es eben ein wissenschaftstheoretisches und philosophisches Thema, als autonome Wissenschaft überhaupt zu etablieren und sie damit abzugrenzen, ne, von Soziologie, von Psychologie und so weiter. So, und wenn jetzt eben die Neuroökonomik sagt, wir brechen dieses Prinzip auf, ja, wir sind der Meinung, dass man diesen Nutzen messen kann, beobachten kann, ja, im Gehirnscanner sehen kann, dann ist das eben eine radikale Abwendung von diesem methodologischen Prinzip. Und deswegen haben wir jetzt aktuell eine Reduktionismusdebatte in den Wirtschaftswissenschaften. Das ist auch, wie soll ich sagen, vom Wissenschaftsmanagement her interessant. Wir sprachen gerade darüber, und es ist eine große Bewegung in den Wirtschaftswissenschaften, was eben auch so ein Indikator ist, die Wirtschaftswissenschaften werden irgendwie naturwissenschaftlicher. Es gibt an vielen, vielen deutschen Universitäten inzwischen Experimente. Es gibt Labore, ja, die Wirtschaftswissenschaften haben heutzutage Labs, so wie die Naturwissenschaftler, wo dann eben meinetwegen spieltheoretische Hypothesen getestet werden. Aber eben auch im Zusammenhang solcher Experimente werden eben manche inzwischen mit Neurowissenschaftlern gemeinsam gemacht. Und dann kommt also eine ganze Apparatur noch dazu, um eben auch wirklich zu beobachten, was jetzt bei bestimmten Verhaltensweisen in Spielsituationen im menschlichen Gehirn passiert. So, und das ist jetzt interessant, lehnen viele Ökonomen ab. Und zwar genau vor dem Hintergrund, was ich gerade erklärt habe. Die sagen, das ist irrelevant. Ja, es gibt einen sehr berühmten Aufsatz, Mindless Economics, kommt da im Titel vor, wo die Autoren sehr dezidiert versuchen zu zeigen, dass all das eben irrelevant ist für ökonomische Erklärungen. Man braucht das gar nicht machen. Und Sie sehen, das hätte also natürlich vom Forschungsmanagement, Forschungsförderung, DFG und so weiter ja massive Konsequenzen. Also diese Experimente sind sehr teuer. Man braucht diese Apparaturen. Und wenn man jetzt den Kritikern folgt, ne, an diesen Methoden, den gerade zitierten, würde man sagen, naja, wenn jetzt Ökonomen so einen Antrag stellen, müsste man den ablehnen. Weil was die da machen, ist eben irrelevant für die Wirtschaftswissenschaften. Jetzt ist das Spannende aus meiner Sicht, aus dieser Debatte, dass man zu einer sehr überraschenden Einsicht gelangt, und darüber werde ich jetzt im Folgenden reden. Die Kritiker der Neuroökonomik gehen bei ihrer Argumentation ganz klar von dem aus, was man Mainstream nennen kann. Das heißt also die Mainstream-Mikroökonomik, die mathematische Wirtschaftstheorie etc. Und beharren natürlich auf diesem Prinzip des methodologischen Individualismus. Aber in der Diskussion wird natürlich jetzt sehr, sehr deutlich, was vorher eigentlich sehr unklar geblieben ist, dass die Ökonomen gar nicht behaupten, viele haben das, also nicht viele, aber wenn
Vor diesen heutigen Diskussionen gab es immer wieder philosophisch ausgebildete Ökonomen, die das dann auch betont haben, dass die Individuen in der ökonomischen Theorie nicht Sie und ich sind. Also sprich konkrete Menschen, ja, Personen mit einem Körper oder einer Seele oder was auch immer, sondern sie sind eigentlich systemische Phänomene. Das heißt, es wird da argumentiert, dass die Individuen im Grunde Konstrukte sind, mathematische Konstrukte in dieser Theorie, die zwar projiziert werden, ja, auf uns hier im Raum, aber das ist keine empirisch gehaltvolle Aussage darüber, dass nun tatsächlich das einzelne Individuum sich so verhält, wie von der Wirtschaftstheorie vorhergesagt. Methodisch, empirisch schlägt sich das natürlich darin nieder, dass eigentlich in der Wirtschaftswissenschaft ja die empirische Methode, die sich durchgesetzt hat in den letzten 30, 40 Jahren, die Ökonometrie ist. Die Ökonometrie macht natürlich Aussagen über Durchschnittsverhalten. Ja, und dann sagen eben die Kritiker des Reduktionismus, das ist eben genau der Punkt. Wenn Sie zum Beispiel den Begriff des repräsentativen Individuums haben, dann ist das repräsentative Individuum eben ein in was wie auch immer verstandener Durchschnitt des Verhaltens einer Population von Akteuren. Also niemand würde sagen, dass irgendein einzelner Akteur sich tatsächlich so verhält, wenn dann sozusagen zufällig. Aber es gibt eine ganz klare Differenzierung, ja, zwischen dem wirtschaftstheoretisch definierten Individuum und den realen Personen. Und das Prinzip wird eben in der Neuroökonomik aufgebrochen. Ja, und deswegen ist diese ganze Entwicklung eben wissenschaftstheoretisch so relevant. Ist es so, dass wir uns dann natürlich schon fragen müssen, was ist denn dann an diesen neuen Entwicklungen tatsächlich noch Wirtschaftswissenschaft? Ne? Wie gesagt, die Kritiker sagen, das ist eben keine Wirtschaftswissenschaft, was ihr da macht. Glimpscher zum Beispiel sagt ganz klar, natürlich ist das Wirtschaftswissenschaft. Warum? Weil er nämlich die ökonomischen Modelle tatsächlich auch einsetzt. Das heißt, Glimpscher, ich nenne ihn jetzt nur als Beispiel, ist als Neurowissenschaftler vor 20, 25 Jahren, wie gesagt, kein Ökonom, auf die Ökonomie zugegangen und hat gefragt, können wir eigentlich ökonomische Modelle in den Neurowissenschaften einsetzen? Also es war genau andersherum, ja, was ihn interessierte. Nur das ist dann eben auch aufgegriffen worden. Es gab sozusagen die Antwort aus der Ökonomie und dadurch ist das eben als eigenes Forschungsfeld, hat sich das formiert. Aber der Ausgangspunkt war tatsächlich eigentlich ein neurowissenschaftlicher. Also dass man zum Beispiel zeigen konnte, dass beispielsweise Augenbewegungen oder die Koordination von Augenbewegungen mit den Bewegungen der Hand und so weiter, dass das eben Optimierungsverhalten eigentlich ist. Jetzt ist das natürlich interessant, das merken Sie sofort, dass an der Stelle ja gar kein bewusster Entscheidungsakt ja dann mehr vorausgesetzt wird, ne? Sondern es werden körperliche Mechanismen analysiert, automatische Prozesse, und diese automatischen Prozesse lassen sich durch ein ökonomisches Optimierungsmodell beschreiben. Das war die Ausgangsidee von Glimpscher. Und das will ich betonen, darauf komme ich gleich nochmal zurück. So. Jetzt haben wir, wie ich schon angedeutet habe, eine sehr intensive Methodendiskussion genau zu diesen Fragen. Und man kann jetzt im Großen und Ganzen drei Positionen unterscheiden, neben der gerade zitierten, die einfach sagt, das ist alles irrelevant. Vergiss es, ja? Neuroökonomik ist schlichtweg irrelevant. Aber auch bei denen, die das jetzt innerhalb der Ökonomie ernst nehmen,
gibt es eben unterschiedliche Auffassungen. Und ich habe die hier mal aufgeführt. Wobei ich hier jetzt einen Begriff verwende, den ich im Laufe der nächsten Minuten dann auch noch näher erklären werde. Ich habe jetzt hier neurointernalistischer Reduktionismus, das ist eben Glimpscher. Internalismus heißt in der Philosophie des Geistes, Philosophy of Mind, dass man bei der Erklärung von menschlichem Verhalten, ich mache das jetzt mal simpel, ansetzt bei dem, was irgendwie eben im Innern ist. Ja, also der neuronale Mechanismus ist also sozusagen im Gehirn, er verursacht etwas. Und Reduktion des ökonomischen Nutzenbegriffes auf so einen neuronalen Mechanismus ist eben in dem Sinne ein neurointernalistisches Modell. Und der Glimpscher sagt eben eigentlich, da gibt's, hat auch einer den ein bisschen das witzige Wortgebilde dann formuliert, das ist die Neuroklassik, also nicht die Neoklassik, sondern die Neuroklassik, eben im weitesten Sinne das Standardmodell zu nehmen und zu sagen, das Standardmodell kann ich neurowissenschaftlich begründen. Na, das ist die eine Position. Die zweite Position wird besonders verkörpert von zum Beispiel Kammerer, ein ganz führender Verhaltensökonom, Spieltheorie und so weiter. Und die sagen jetzt, ja, das ist relevant, diese neurowissenschaftlichen Ansätze, aber eben nicht im Rahmen eines solchen Standardmodells zur Optimierung, sondern was wir da eigentlich jetzt sehr gut machen können, ist das, was bislang eben von Psychologen, es gibt ja sogar einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft dafür, Kahnemann, als Psychologe, Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft, was die Psychologen eben in ihren Experimenten gezeigt haben, was es alles so an Abweichungen gibt von dem ökonomischen Standardmodell, das Standardentscheidungsmodell, dass man das dann eben jetzt nochmal eben auch reduzieren kann in dem Sinne, aber eben mit einer ganz anderen Struktur von Hypothesen, dass man jetzt eben sagt, wenn zum Beispiel die Leute Geldillusionen haben, das kann man psychologisch zeigen, sie haben Geldillusionen, dass dann eben jetzt Neurowissenschaftler, wie hier in Deutschland das auch in Bonn gemacht worden ist, dass die zeigen, so, diese Geldillusion kann ich beobachten an Aktivitäten im menschlichen Gehirn. Ich kann also beweisen, Geldillusion ist ein, ja, sozusagen ein naturwissenschaftlich greifbares Phänomen. Also das ist diese zweite Haltung. So, jetzt gibt es aber eine ganz andere Position und die wird besonders vertreten von einem der führenden also Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen in diesem Bereich. Das ist der Don Ross. Und der Don Ross hat eine Position, die ich hier Neuroexternalismus nenne. Neuroexternalismus ist das, was ich jetzt auch hier als Position entwickeln werde. Das ist also auch die Position, die ich mir in dem Zusammenhang zu eigen mache. Also dieser Begriff stammt auch von mir. Und das ist sehr spannend. Warum? Weil, was sagt der Don Ross? Der Don Ross sagt, ja, der Glimpscher hat schon recht, bis zu einem gewissen Grade. Er hat recht, wenn er das tut, was ich vorher geschildert habe. Es gibt Mechanismen, die Augenbewegungen, die Handbewegungen. Ich analysiere bestimmte automatische Verhaltensweisen von Menschen mit ökonomischen Optimierungsmodellen. Das geht. Aber das ist ja eine Ebene, die ist ja unterhalb des Individuums. Ja? Das heißt, es ist eben die Ebene von Mechanismen. Und da gibt es ein Kunstwort für, das mal ursprünglich von einem Psychologen
der sich mit solchen Zeitpräferenzen und Inkonsistenten eben beschäftigt hat, dem menschlichen Verhalten, Entscheidungsverhalten, Ainslie. Der hat eben, wann war das, 1990er oder so, den Begriff der Pico-Economics entwickelt, eben nicht Micro, sondern eine Stufe drunter, Mechanismen, ja, dass man das menschliche Entscheidungsverhalten zerlegt in Mechanismen. Der Don Ross sagt jetzt, auf der Ebene macht dieses Glimpscher Reduktionismus, dieser Anspruch zu reduzieren, Sinn. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, er sagt dann, das sagt mir überhaupt nichts darüber, wie sich menschliche Personen verhalten. Weil bei der menschlichen Person ist ja die entscheidende Frage, wie werden eigentlich diese ganzen Mechanismen zu einem Gesamtverhalten integriert? Genau das hat eben auch dieser Psychologe Ainslie schon vorher gemacht, aber eben ohne die Neurodimension. Der hat gesagt, ja, ich kann eben zeigen, dass es Mechanismen gibt, zum Beispiel also Zeitpräferenzen, so wie es mir auf dem Weg hierhin passiert ist. Der Mensch ist müde, schläft ein und ich wollte ja hier nach Hamburg und dann war aber der Bahnhof Hannover und den habe ich nicht mitgekriegt. Dann musste ich erstmal nach Berlin fahren. Glücklicherweise hatten wir uns ja zum Kaffee verabredet. Wenn ich jetzt Punkt 18 Uhr hier hätte sein müssen, wäre dann alles geplatzt, aber dadurch bin ich dann über Berlin eben nach Hamburg. Aber was ist das? Da ist ein Mechanismus. Ja, sie lassen sich gehen, sie verfallen also dem Dösen im Zug. So, das hat der Ainslie gesagt, klar, das ist ein Mechanismus und das ist wahrscheinlich Nutzenmaximierung gewesen in dem Moment. Das kann ich alles so analysieren, aber jetzt sagt, ist das natürlich klar, zum Beispiel wird mir das in meinem ganzen Leben nicht mehr passieren. Ich werde also Regeln entwickeln beim der nächsten Bahnfahrt, zum Beispiel wie die Schaffnerin dann zu mir sagte, nehmen Sie doch Ihr Handy und stellen den Wecker ein. Ja, ich sage aber, ich bin ja eingedöst. Es war halt der Prozess. Okay, aber verstehen Sie den Punkt. Ainslie hat schon gesagt, Personen verhalten sich anders, weil sie diese Mechanismen reflektieren. Sie entwickeln Regeln, sie entwickeln Selbstbindungsmechanismen und so weiter. Da gibt es jetzt eine Begrifflichkeit, die der Don Ross sehr viel verwendet. Das sind die sogenannten molaren versus molekularen Erklärungen. Was der Glimpscher macht, ist molekular, im Sinne eben Mechanismen. Ja. Molar heißt, dass man sich fragt, ja, wie werden eigentlich diese vielen Mechanismen integriert? Ja, zu einem Verhalten einer Person, das dann auch stabil ist in der Zeit zum Beispiel. Ja, also, dass ich nicht jeden Tag eben irgendwas ungeregelt sozusagen meinen Eingebungen folge, sondern beispielsweise in der Lage bin, ein Studium zu absolvieren, mir vorzunehmen, irgendwann habe ich einen Abschluss. Und das sind ja große Pläne, die man da hat. Und irgendwie gehen die Menschen halt damit um. Ne? Und das nennt der Don Ross Molar. So, und jetzt wird es eben spannend, wenn man sich dann fragt, ja, was ist denn eigentlich so ein molarer Mechanismus? Und der Punkt, wenn man darüber reflektiert, ist, dass diese Kategorie da sehr wichtig wird. Der Sinn, die Sinngebung. Ja, zum Beispiel eine Person, wenn ich mir eine bestimmte Identität zulege, ich will die und die sein, arbeite daran, lege mir Gewohnheiten zu, dann ist das alles im weitesten Sinne eine Sinngebung. Ja, und der Begriff des Sinns ist natürlich eine, und jetzt sehen Sie, warum ich damit angefangen habe, eine ganz zentrale, vielleicht sogar die zentrale geisteswissenschaftliche Kategorie. Das heißt, über diese Argumentation des Neuroexternalismus merkt man plötzlich, dass man, gerade wenn man in diese naturwissenschaftliche Dimension hineingeht, sozusagen einen Rebound-Effekt hat oder wie auch immer. Also man denkt immer tiefer nach über diese naturwissenschaftlichen Erklärungen. Man registriert, dass sie Grenzen haben
und wird zurückgeworfen, aber nicht im negativen Sinne, dass das jetzt irgendwie alles hoffnungslos ist, sondern sie merken, Moment, ich muss von der naturwissenschaftlichen Erklärung zu einer anderen Erklärung übergehen. So, und das ist etwas, was man sehr leicht auch klar machen kann, auch empirisch. Und hier in dem Fall empirisch heißt auch tatsächlich experimentell. Wenn man es jetzt ganz simpel wieder formuliert, stellt man dann fest, dass gerade wenn man solche neurowissenschaftlichen Ansätze verwendet, man im Endergebnis zu Erklärungen kommt, die immer zwei Bewegungen haben, bottom-up, top-down. Was heißt das? Das heißt, ich will es an einem Beispiel erklären. Es gibt eine inzwischen sehr, sehr umfängliche Forschung zu Empathie. Das ist hochspannend für die Wirtschaftswissenschaften, weil der Empathiebegriff sehr wichtig ist, um zu erklären, empirische Befunde dahingehend, dass wir Menschen was haben, was die Ökonomen Social Preferences nennen. Social Preferences heißt, wir haben eben unter bestimmten Bedingungen, zeigen wir Altruismus, wir nehmen Rücksicht auf andere, das ist die eine Ausdrucksform von Social Preferences, und die andere ist, dass wir sehr starke, ja, wie soll man sagen, Resonanzen oder Echo-Effekte haben, ja, also die natürlich die, wie soll ich sagen, Mode und all das, was so unser Alltagsleben ja doch sehr stark prägt, ausmacht, nämlich dass wir zum Beispiel sehr stark imitieren, ja, dass unsere Präferenzen nicht einfach individuell sind, sondern dass wir auch klar sagen, zeigen können, sie sind eben durch Gruppenprozesse bestimmt, durch eben Imitation, Lernprozesse, Beobachtung und was auch immer. Mit anderen Worten, solche sozialen Phänomene können mir eben schon erklären, was subjektive Präferenzen inhaltlich sind und was diese Inhalte der subjektiven Präferenzen bestimmen. Und also das ist der Social Preferences Begriff, ist der, der eben in den Wirtschaftswissenschaften verwendet wird. Und wenn man sich dann eben fragt, gibt es dafür eine neuronale Fundierung, dann ist das eben die Empathie. Und da gibt es eben eine große Forschung zu. Eine Fußnote möchte ich dazu machen. Einfach um wirklich zu betonen, wie wichtig das ist für die Wirtschaftswissenschaften und wie soll ich sagen, fast schon für eine Art von Selbstfindung der Wirtschaftswissenschaften. So etwas wie Empathie war im Zentrum des Menschenbildes von Adam Smith. Ganz im Zentrum. Nur die Ökonomen haben es verstümmelt. Also nur als Fußnote, ne? Wir haben, wenn man das jetzt ganz vereinfacht, wir haben Wealth of Nations, das wird also, ist rezipiert worden, auch sehr, wie soll ich sagen, runtergebrochen auf irgendwie so ganz elementare Aspekte. Aber jeder lernt in Mikrolehrbüchern oder sonst wo, ja, dass dieses mit dem Menschen sind egoistisch und optimieren und so, das ist alles Adam Smith, der hat das also ursprünglich empfunden. Und er hat ja nun eigentlich für ihn das wichtigere, fast wichtigere Buch ist die Theory of Moral Sentiments. Und in der Theory of Moral Sentiments ist genau das, was man vielleicht heute Empathie nennen würde, der Ausgangspunkt, ja, dass Menschen für ihn diese fundamentale Eigenschaft haben, sich in andere hinein versetzen zu können und daraus eben Konsequenzen zum Beispiel moralischer Natur ziehen zu können. Also ein ganz anderes Menschenbild hatte der Adam Smith als das, was die Wirtschaftswissenschaften dann aus ihm gemacht haben. Nur das Spannende ist, und das merkt man auch daran, dass dann die Neurowissenschaftler Adam Smith entdeckt haben, als Vorläufer. Also ne, die Neurowissenschaftler, manche sagen jetzt, ha, da gab es den Adam Smith, der hat das auch schon gesagt. Und zwar Adam Smith ja durchaus auch empirisch. Ich meine, er hat natürlich keine Experimente gemacht, aber der hat halt die Menschen beobachtet.
Ja, und seine ganze Theorie war in dem Sinne eine auch in Anführungsstrichen empirisch motiviert und fundiert. Na gut, aber so, was heißt das hier bei der Empathieforschung heute? Natürlich können wir ganz klar zeigen, also die Neurowissenschaftler können ganz klar zeigen, dass Empathie auf neuronalen Mechanismen beruht. Sonnenklar, also da gibt es bestimmte Gehirngebiete, die aktiv sind, wenn man eben Empathie zeigt, im Verhalten auch. Also das ist ganz unstrittig. Nur, und das weiß natürlich jeder hier im Raum, leider zeigen wir ja Empathie nicht immer. Also es gibt leider Krieg, Folter, Misshandlungen, Vergewaltigungen, alles Mögliche, wo man nun nicht sagen kann, dass die Menschen dann empathisch sind. Und wenn man sich dann fragt, woran das liegt, dann kann man das ja gar nicht neurowissenschaftlich erklären. Man kann natürlich neurowissenschaftlich zeigen, dass dann diese Mechanismen nicht funktionieren. Aber das wissen wir eigentlich auch durch die reine Beobachtung. Da brauche ich eigentlich die Gehirnwissenschaften jetzt nicht wirklich dazu. Sondern die eigentliche Ursache ist natürlich zum Beispiel, dass ich den anderen Menschen durch bestimmte kulturelle, politische, soziale Faktoren einfach als Nichtmenschen behandle. Ja, also wenn die Nazis, die Juden waren eben nicht Menschen und dann ist die Empathie eben weg. Ja gut, also wo kommt das dann her? Ja, ich kann es nicht neurowissenschaftlich erklären. Und das meinen auch die Neurowissenschaftler mit Top-Down. Natürlich habe ich Bottom-Up, die Mechanismen. Das ist auch sehr interessant, ja, zu zeigen, wie das funktioniert. Und für die Wirtschaftswissenschaften ist es ja auch extrem wichtig, obwohl Adam Smith das ja schon gesagt hatte. Ja, wenn man das also jetzt neurowissenschaftlich zeigen kann, dann müssen das die Ökonomen auch schlucken sozusagen, ne? Weil das ist ja nun ein Fakt. Steht in Nature oder Science und ich kann das ja nicht einfach negieren. Also das ist dann schon eine wichtige Einsicht. Ja? Aber um dann das konkrete Auftreten von Empathie und die Ausdrucksform von Empathie zu erklären, nützen mir die Neurowissenschaften nichts, sondern, und das nennt eben Don Ross molare Erklärungen, ich muss den Neuromechanismus verbinden mit bestimmten Analysen von sozialen Strukturen, von kulturellen Symboliken, historischen Ansätzen. Also wenn ich erklären will, warum eigentlich die Nazis so und so die Juden gesehen haben, muss ich natürlich irgendwie zu einer historischen Erklärung auch kommen, was auch immer. Und nur beides zusammen ist eben eine vollständige Analyse dieses empirischen Phänomens. Das ist jetzt eigentlich in den Wirtschaftswissenschaften durchaus eigentlich anerkannt, nur haben wir da natürlich immer wieder eine eigene Terminologie, weil das muss man nun, glaube ich, auch zum Teil den Ökonomen wirklich vorwerfen, die dann, jetzt will ich nicht sagen, das Rad neu erfinden, aber dazu neigen, manchmal Dinge, die in anderen Wissenschaften völlig unstrittig sind und sozusagen immer schon so gesehen wurden, durch eigene Begrifflichkeiten eigentlich wieder eben nicht aufzugreifen, weil man zitiert dann das auch nicht. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon woanders so gesagt worden. Aber in den Wirtschaftswissenschaften gibt es hier den Begriff des Framing. Frames. Ja, also Framing heißt eben, jetzt im Bereich Empathie, da ist der neuronale Mechanismus, aber er funktioniert nur in bestimmten Frames. Ja, und wenn der Frame wechselt, dann ist der Mechanismus nicht aktiv. Wenn man das versucht, etwas zu systematisieren, dann landet man bei etwas, also es gibt jetzt in den Neurowissenschaften, nennt man das dann Social Neuroscience. Das heißt, das ist eben Neurowissenschaft, die aber explizit die soziale
den sozialen Aspekt, also sozial im Sinne Interaktion zwischen Menschen, symbolische Medien und Sprache, ne, also solche Dinge explizit berücksichtigt. Das heißt dann Social Neuroscience. Dann können wir jetzt also sagen, ja, es gibt also ganz unterschiedliche Weisen, wie man mit diesen Neurowissenschaften in der Wirtschaftswissenschaften umgehen kann. Die eine, haben wir gesehen, ist der Internalismus. Internalismus ist hier immer reduktionistisch. Ja, und dann kann ich eben den Nutzen reduzieren, wie der Glimscher das sagt, auf die neuronale Ebene. Oder, wie der Kammerer sagt, ich habe halt bestimmte Verhaltensanomalien, Menschen sind nicht immer rational und das kann ich durch psychologische Tests nachweisen und die unterfüttere ich jetzt durch Reduktion auf die Neuroebene. Das ist also die eine Sache. Und die andere Sache, und da werde ich jetzt weiter drüber sprechen, ist, dass man jetzt, ja, es ist viel komplexer eigentlich, diese externalistische Position. Also Reduktionismus ist eigentlich sehr simpel, so gesehen. Hier gibt es jetzt, wenn man das jetzt auf die Wirtschaftswissenschaften im engeren Sinne bezieht, eben zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, eine externalistische Position zu definieren. Und die eine, und das ist das, was der Don Ross, also zum Teil, eigentlich macht er beides, aber er hat auch sehr stark die Position entwickelt. Und Sie erinnern sich, ich habe ganz am Anfang, als ich diese Debatten geschildert habe, ja gesagt, dass die Mainstream-Ökonomen, die sagen, dass Neurowissenschaften irrelevant sind, ja, dass die dann eigentlich endlich mal explizit dann auch sagen, dass die Individuen, von denen sie sprechen, gar nicht eben sie und ich sind, sondern Konstrukte. Ja, und dann haben wir eben eigentlich ein Emergenzphänomen. Emergenz in dem Sinne, wenn die Ökonomen Märkte analysieren, analysieren sie komplexe Systeme. Und die Individuen, die sie in den Modellen verwenden, mit denen sie diese komplexen Systeme beschreiben, sind Konstrukte. Und empirisch entsprechen sie meinetwegen repräsentativen Individuen in einem ökonometrischen Modell. Aber es ist ein Konstrukt. Das sind weder sie noch ich. Es ist ein wie so eine Art Roboter. Und da gibt es eben auch, wenn man sich experimentelle Ökonomik ja auch anschaut, ja durchaus nochmal einen anderen Zweig, zum Beispiel Artificial Markets, wo die Experimente so laufen, dass man eben Computermodelle von Märkten macht und dann so interessante Beobachtungen festhält, dass in solchen Artificial Markets, wenn die bestimmten Regeln folgen, die Systeme, die Akteure Zero Intelligence haben können, also wo es überhaupt irrelevant wird, was die eigentlich können, wissen oder machen. Die müssen auch gar nicht mehr rational sein, die optimieren gar nicht mehr. Es sind sozusagen Roboter, die sich nach ganz einfachen Regeln in diesem komplexen Marktsystem bewegen und trotzdem, und das ist der Punkt, kommt ein Zustand heraus, als würden sie, as if, sich verhalten wie rationale, vollständig informierte Akteure. Verstehen Sie den Punkt? Das ist die systemische Ebene. Ja, und da sagt der Don Ross, ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, und dann projiziere ich jetzt diese Analyse wieder zurück und sage jetzt, ja, ich unterscheide weiter scharf zwischen den Individuen der Theorie und dem, was mir die Gehirnwissenschaften sagen. Und dann kann ich mich eben fragen, ja, welche Beziehung besteht möglicherweise zwischen bestimmten Mechanismen hier auf der Ebene und dem, was ich systemisch analysiere. So, die andere Variante, die ich vertrete, ist die, dass man sagt, ja, das ist im Grunde dann der Institutionenbegriff, der kommt dann ins Spiel und sagt, ja, also Institutionen, Da kann ich auch zeigen, das kann ich jetzt hier nicht ausführen aus Zeitgründen. Übrigens, wie viel Zeit habe ich denn noch für meine
Jetzt haben wir 10 nach 7. Wir haben ja später angefangen. 10 Minuten? Aha. 10 nach halb. Bitte? 10 nach halb. 10 nach halb, oh ja, das reicht. Ja, ja. Ich will das aber jetzt hier nicht ausführen, nur erwähnen, wenn Sie es interessiert. Ich habe das zum Beispiel für die Institution des Geldes gemacht, in mehreren Arbeiten. Also man kann Geld neurowissenschaftlich angehen, psychologisch. Sehr interessante Dinge gibt es da inzwischen, experimentell auch, wie Menschen mit Geld umgehen und wie Geld sie beeinflusst. Ja, das ist dann diese, da kann ich eben kausale Mechanismen zeigen. Ja, dass zum Beispiel in der Tat Leute, wenn sie, in der Psychologie nennt man das Priming, sie setzen Leute in einen Raum, wo dann meinetwegen die Tapeten mit Dollarscheinen sind und im anderen Raum sind irgendwie Blumen, dann werden diese Menschen sich tatsächlich anders verhalten, wenn sie in dem Raum mit den Dollarscheinen sitzen. Zum Beispiel, wenn sie sich einen Sitzplatz suchen, stärker distanzieren. Oder wenn jemand dann reingeht in den Raum und stolpert und lässt dann irgendwas fallen, Bleistifte, systematisch, die in dem Raum mit Geld helfen nicht oder weniger. Also gehen hin und helfen, das aufzuheben, während die in dem Blumenraum altruistischer sind. Also solche Dinge. Das sind Mechanismen. Ja, verstehen Sie? Ne? Das ist ein Mechanismus und den kann ich dann zeigen. So, aber offensichtlich ist das Geld hier ein Frame. Ja, weil die Verhaltensänderung als solche kann ich ja nun mal nur dadurch erklären, dass die Dollarnoten an der Wand eben Dollarnoten sind und dass es historisch entstanden ist. Und was, also ich muss ja eine sehr reichhaltige, ja, soziologische, historische Erklärung dazu eigentlich geben. Und das nenne ich eben dann Downward Causation. Ja, also in diesem Erklärungsmodell habe ich eben die beiden Ebenen. Es geht eben Bottom-up und Top-down. Ja, das mag jetzt ein bisschen wie ein Sprung anmuten, aber Sie werden gleich sehen, dass es keiner ist. Es ist eben nur der Kürze der Zeit schuldig. Wenn man über diese Dinge jetzt also tief reflektiert, so nachdenkt, dann kommt man zu einer sehr interessanten Einsicht. Nämlich, man fragt sich dann, wenn es dieses Top-Down gibt, also gerade wie das Beispiel mit dem Geld. Im Grunde ist es so, dass also, wenn Leute mit Geld geprägt werden, also Priming geprägt nicht im, wie soll ich sagen, im Lebens, im Life, sagt man, also nicht als Personen jetzt, also Banker oder so, sondern eben, sie kommen in den Raum, ja, da ändert, also jeder im Schnitt ändert da sein Verhalten, das ist Priming. Dann kann man sich ja genauso dann auch fragen, ja, wie ist das eigentlich mit der ökonomischen Theorie? Manche hier im Raum, ich weiß nicht, ob alle, aber haben ja irgendwie einen Hintergrund. Also sie studieren Wirtschaftswissenschaften oder haben das studiert und werden also so jetzt so sozialisiert, ja, mit Mikroökonomik und Nutzenmaximierung und so weiter. Und das ist natürlich auch ein symbolisches Medium. Und wenn man sich jetzt fragt, ja gut, die Dollarnoten haben diesen Priming-Effekt. Welchen Effekt hat eigentlich, wenn jetzt so eine arme Studentin sich vorbereiten muss auf Mikro 1 und lernt also, dass die Menschen optimieren und subjektive Präferenzen haben und dieses und jenes? Gibt es dann auch solche Effekte? Wenn man sich diese Frage also ein bisschen auf einer allgemeineren Ebene stellt, dann kommt man eben zu dieser Frage, dass natürlich die ökonomische Theorie selber ein Kulturphänomen ist. Es ist auch eine Institution, also Wirtschaftswissenschaft ist ja institutionalisiert. Es gibt Universitäten, es gibt einen Sachverständigenrat, es gibt eine ganze Fülle von Mechanismen, wie also ökonomisches Wissen in der Realität kommuniziert wird und angewendet wird. Ja. Und dann kann man sich jetzt fragen, eben wie weit die ökonomische Wissenschaft selber ein Frame ist.
Ein Frame, der eben zu Verhaltensänderungen dann auch führt. So, und diesen Zusammenhang, den nenne ich in meiner Arbeit performativ. Das ist jetzt nicht in dem Sinne neu. Es gibt, also der Performativitätsbegriff ist außerhalb der Wirtschaftswissenschaften relativ gängig, in Bereichen zum Beispiel Genderforschung. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Bedeutungen, aber die sind nicht wirklich, also die widersprechen sich jetzt nicht, aber sie sind einfach, es werden ein bisschen unterschiedliche Aspekte oder Schwerpunkte gesetzt. In der relativ nah an der Wirtschaftswissenschaft ist aber die Forschung zur Performativität, die interessanterweise wirklich im Hardcore gemacht worden ist, nämlich im Finance, Theory of Finance, wo man eben, wo die, das sind nur Soziologen, die das mal gemacht haben, die eben gezeigt haben, dass in den Financial Markets unter bestimmten Bedingungen die Theorien der Financial Economics eben auch performativ werden. Ja, zum Beispiel Black-Scholes und solche Theorien. Das heißt also, die Theorie verändert das Verhalten der Akteure so, dass die Theorie auch besser bestätigt wird. So, und dafür will ich Ihnen jetzt ein Beispiel geben, jetzt, was jetzt von mir stammt. Das ist das Beispiel der Anreizsysteme in den modernen Versionen unserer kapitalistischen, ich nenne das jetzt bewusst so, finanzkapitalistisch eigentlich, Wirtschaftssysteme. Und wir haben ja hier nun auch in der Öffentlichkeit, gibt es ja sehr viele Diskussionen über die Tatsache, dass diese Gehälter immer weiter auseinanderdriften, ne? Was also die Durchschnitt, die Angestellten so im Durchschnitt verdienen und was jetzt die Top-Manager verdienen. Dieses weltweit driftet immer weiter auseinander. Also was heute Top-Manager in Deutschland verdienen, in den großen DAX-Unternehmen, ist weit, weit, weit aus mehr, als die vor 30, 40 Jahren verdient haben, im Sinne eben der Distanz. Und ja, ich meine, heutzutage ist natürlich Piketty immer in aller Munde, aber der nennt das die Superkadre. Super, ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt, das französische Buch gelesen, also die, eben die Top-Manager. Ja, die, also ein Faktor des Auseinanderdriftens der Einkommens- und vor allen Dingen Vermögensverteilung, das ist ja für ihn zentral, sind eben diese explodierenden Gehälter in diesen Bereichen. So, wo kommt das eigentlich her? Ja, nun gut, der Grund ist, dass man sich überlegt hat, das ging ja von den USA aus, ja, wir haben ganz klar, also Business Schools, Top Business Schools in den USA, Top Professoren, die haben gesagt, wir haben Theorien, kennen Sie alles, Oliver Williamson und so, Principal Agent, Property Rights Theory und so, und dann ist klar, wenn ich jetzt so eine eben dieses Problem habe, ich habe ein börsennotiertes Unternehmen, ich habe die Top-Manager, wie kann ich die eigentlich die sozusagen incentivieren, damit die auch das tun, was die Anteilseigner wollen, nämlich Rendite maximieren. Denn man sah eben ein Governance-Problem, ja, dass natürlich diese Top-Manager an sich ein bequemes Leben machen wollen, ja, großes Büro, viel Reisen und so, und aber ja, von Leistung, das war die These, sie leisten dann halt nichts. Und ja, dafür gibt es dann eben die Anreizsysteme. Und die Anreizsysteme sind halt so, dass man versucht, eine relativ enge Kopplung herzustellen zwischen dem Wert des Unternehmens und eben der Leistung des Unternehmens und dem Gehalt, was diese Top-Manager halt bekommen. Und deswegen bekommen sie dann Aktienoptionen und dies und jenes. Das Ergebnis dieses Systems ist, ja, sie verdienen alle viel, viel, viel mehr als früher. Aber irgendwie kann man nicht wirklich behaupten, dass meinetwegen eine Deutsche Bank vor 30 Jahren
ja, ich meine, die Finance-Leute sagen, sie war schlechter, weil nun in Amerika die Investmentbanken besser wurden und deswegen hat die Deutsche Bank dann natürlich ist zur Investmentbank mutiert, teilweise. Aber was wir auch haben, ist eben zunehmendes Fehlverhalten. Das lesen wir auch alle in den Zeitungen. Ne? Es gibt jede Menge Accounting-Probleme. Da werden die Bücher gekocht und so. Und so eine Einrichtung wie die Deutsche Bank ist ja zunehmend mit Gerichtsverfahren sozusagen überflutet. Ja, wie kommt denn das? Wo wir doch diese herrlichen, theoretisch begründeten, wissenschaftlich, das muss man betonen, das ist wissenschaftlich begründeten Anreizsysteme haben. Ja, und wenn man dann, ich meine, Witten-Herdecke ist an der Alfred-Herrhausen-Straße, die Straße heißt so, weil der Alfred Herrhausen eben ein Mitgründer der Universität war. Und da war ja jetzt kürzlich das 25-jährige Jahrestag des Attentates. Und dann hat dann ein Kollege, habe ich gelesen, das kommentiert, dass der Herr Herrhausen der letzte eben moralische Bankier sozusagen gewesen sei. Zumindest an der Deutschen Bank. Und alle danach seien Peanuts. Das ist nicht von mir jetzt. Und hat dann eben klar gesagt, ja, eben diese ganze Veränderung, die dann stattgefunden hat in Richtung Investmentbanking und so, ist eben nicht vergleichbar mit dem, was er jetzt meinte, auch ein Banker natürlich, was Herrhausen eben durchaus auch an moralischen Bindungen in diesem Geschäft eben noch gezeigt hat. Jetzt kann man das theoretisch betrachten. Jetzt kommt der Performativitätsbegriff. Was ist ein Anreizsystem? Diese ganzen Theorien, mit denen die Anreizsysteme begründet werden, haben ein mechanistisches Menschenbild. Ja, also da ist die klare Idee, ja, wenn ich ganz bestimmte Mechanismen etabliere, ja, also Gehalt wird gebunden an bestimmte, meinetwegen an den Aktienkurs und dieses und jenes, dann werden die Akteure sich in einer bestimmten Weise verhalten, wie ich das gerne möchte. Menschen agieren aber anders. Und was ich jetzt sage, das stammt gar nicht von mir, sondern das ist publiziert, zum Beispiel in American Economic Review und so weiter. Aber da gibt es eben auch oft Dinge, die dann vielleicht nicht richtig weiterverarbeitet werden. Ein Anreizsystem ist natürlich etwas, was durch Akteure wahrgenommen und interpretiert wird. Es ist also nicht nur ein Mechanismus in dem Sinne, also ich trete Sie jetzt und dann haben Sie einen Schmerz und machen was, ja, sondern Menschen fragen sich, wenn der mich jetzt tritt, warum? Was bedeutet das denn? Was sagt mir das? Ja, ist ja vielleicht ein Ausdruck unendlicher Liebe. Ja, und der ist so verärgert, dass er diese unendliche Liebe hat, dass er das nur durch Dritte äußern kann. Manchmal muss man das bei Kindern so sehen, zum Beispiel. Verstehen, was ich sagen will? Jeder Mensch interpretiert auch. So, das kann man natürlich technisch formulieren, technisch und zwar spieltheoretisch. Ist es so, dass das Anreizsystem mir Informationen gibt, darüber, welche anderen Typen von Akteuren es in einer bestimmten relevanten Population von Akteuren gibt. Warum? Weil ich nämlich Rückschlüsse ziehen kann. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen ein bestimmtes Anreizsystem etabliert, dann muss ich davon ausgehen, dass diejenigen, die das Anreizsystem etablieren, eine bestimmte Information haben, wie sich Menschen verhalten in diesem Unternehmen. Und wenn die also ein Anreizsystem machen, das mir sagt, aha, die glauben, dass alle Egoisten und Opportunisten sind, dann weiß ich, aha, weil ich ja annehmen muss, dass die ein bestimmtes Wissen haben, was ich jetzt nicht habe, zum Beispiel ich bin neu, ja, dann lerne ich jetzt so. Die meinen also, alle sind so. Dann wäre ich natürlich dumm,
wenn ich mich jetzt altruistisch verhalte. Ist ja klar, ne? Wenn ich also nur von Egoisten umgeben bin, im Schnitt passen sich die Menschen dann in ihren Strategien daran an. Also, es gibt, wie das hier gezeichnet ist, zwei Kausalmechanismen. Der eine ist das, was ich gerade sagte, ne? Ich trete jemanden und der reagiert. Induces choices. Das andere ist aber, dass das Anreizsystem eben Informationen vermittelt. Die werden verarbeitet, kognitiv. Und dann das Verhalten, was entsteht, ist eine Kombination aus beiden. Und jetzt geht es weiter. Wenn jetzt die Menschen sich dann in einer bestimmten Weise verhalten, gibt es ein Feedback, nämlich zum Incentive System, zum Anreizsystem, über natürlich die Wahrnehmung der Ergebnisse durch diejenigen, die diese Anreizsysteme gestalten. So, und wenn jetzt, wie in dem Beispiel, die Leute jetzt meinen, also alle sind Opportunisten und verhalten sich dann opportunistisch, dann sagen die Gestalter der Anreizsysteme, aha, wir haben es ja gewusst, alle sind Opportunisten, also verbessern wir die Anreizsysteme weiter, basierend auf dieser Annahme. Was ich da jetzt geschildert habe, ist etwas, was ich das erste Mal gelesen habe in einem Aufsatz von einem sehr führenden amerikanischen Managementwissenschaftler, Goschall, ist leider verstorben, 2005, wo er geschrieben hat über die Frage, sind Business Schools mitverantwortlich für das, was damals war, ja vor der Finanzkrise, aber es war nach den großen Accounting-Skandalen in den USA, besonders Enron. Da sagt er, ja, was da gelaufen ist, dieses eben wirklich kriminelle Verhalten, wie kommt das eigentlich, wo wir doch an den Business Schools diese ganzen Anreizsysteme, bla bla bla, ist alles entwickelt, aber wo kommt die Fehlentwicklung her? Und da hat er eben gesagt, ja, da sind wir deswegen mit Schuld, die Business Schools, weil wir unseren Studenten systematisch beibringen, dass alle Menschen Opportunisten sind und so weiter, dass das wissenschaftlich fundiert ist. Und dann sagt er, ja, was soll denn dann sein, wenn dann diese Leute in die Praxis gehen und dann eben auch noch solchen Anreizsystemen begegnen, die auf der Basis gestaltet wurden. Und dann verhalten sie sich auch so. Ich meine, wahrscheinlich kennen viele von Ihnen, und das ist eben genau dieser Framing-Aspekt, eben diese Experimente, wo dann eben wirklich sich herausstellt, dass Ökonomiestudenten egoistischer sind als Studenten anderer Fachgebiete. Framing, oder? Ich nenne es Performativität. Performativität, das ist eben ein wunderbares Beispiel für Performativität. Performativität, Sie sehen, ist ein Phänomen, was jetzt entsteht aus einem ziemlich komplexen institutionellen Zusammenhang. Es gibt also die Wissenschaft, die bestimmte Theorien entwickelt. Dann gibt es Ausbildungseinrichtungen, die diese Theorien vermitteln. Dann gibt es Unternehmen, die bestimmte Empfehlungen etablieren. Ja, und aus diesem ganzen Zusammenspiel entsteht eben auch ein Verhalten, das sich an diese Informationen anpasst. Und das dann genau die Theorien bestätigt, die diese Leute hatten. Ja, und insofern Performativität, das ist sozusagen endogen. Ja, und das hat jetzt aber eine ganz, für meine Begriffe, wirklich fundamentale Konsequenz. Und das ist diese. Das heißt, dass wir eigentlich Institutionen, Regeln und so weiter, so ein Anreizsystem ist ja eine Institution oder eine Regel, die in einem Unternehmen Anwendung findet, eben gar nicht mehr von einem externen Standpunkt aus bewerten können. Das ist ja die Annahme der wirtschaftstheoretischen Begründung so eines Anreizsystems. Ich nehme an, dass ich die Gesellschaft oder das Verhalten der Akteure eben gar nicht beeinflusst wird von dem, was ich jetzt meine, wie sie sind. Ja, da gibt es also eine ganz klare Firewall sozusagen, ja, und das ist der externe Standpunkt. Ja, der externe Standpunkt ist,
Und das ist der Wissenschaftsanspruch der Wirtschaftswissenschaft. Die Wirtschaftswissenschaft hat den Anspruch, von einem externen Standpunkt aus das Verhalten analysieren zu können und dann eben auch verbindliche Prognosen geben zu können, etc. Der Amartya Sen hat in seiner Theorie der Gerechtigkeit vor ein paar Jahren deswegen eine sehr interessante Differenzierung gemacht bei der Bewertung von Institutionen. Und er nennt das, was die Mainstream-Wirtschaftswissenschaft tut, transzendentalen Institutionalismus. Hört sich jetzt irgendwie gewaltig an, aber damit ist gemeint, ich habe so einen archimedischen Punkt, der ist außerhalb. Und von dem aus kann ich jetzt sagen, welche Institution ist besser oder schlechter, also zum Beispiel, welches Anreizsystem ist gut oder schlecht, und dann erst einführen. Und das sagt er, das geht nicht. Ja, Position ist aus verschiedenen Gründen nicht haltbar. Und er hat als Alternative dann die sogenannten Realization-Focused Comparisons. Das heißt, er sagt, ich kann eigentlich alles nur intern betrachten. Das heißt, wenn man das durchdenkt, dass man zum Beispiel die Auswahl eines Anreizsystems eben nicht, und jetzt sage ich sehr deutlich, von wegen der Überschrift, die Grenzen der ökonomischen Analyse, eben nicht in Anführungsstrichen wissenschaftlich begründen kann. Wissenschaftlich, so wie wenn ich jetzt Naturwissenschaftler wäre, halt irgendwas, eine Aussage machen kann, ich lasse das fallen und gibt es Fallgesetze und so weiter. Meine Theorie beeinflusst eben dieses fallende Objekt nicht. Wenn sie das aber tut, und bei Performativität bedeutet, dass es das tut, dann kann ich die Auswahl von Institutionen nur noch normativ begründen. Normativ heißt im System selbst, und ich kann keine wissenschaftliche Begründung geben im Sinne einer objektiven Begründung, sondern es muss eine Begründung sein, die eben im weitesten Sinne ethisch ist oder moralisch. Und für meine Begriffe, und das habe ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren in verschiedener Form ausgearbeitet, unter anderem in einem Buch, man mag jetzt überraschen, über Hegel, mit einem russischen Kollegen. Ich würde sagen, dass man daher eigentlich die Wirtschaftswissenschaft für mich ist das kein nur. Also für mich ist das eigentlich sehr positiv. Nur hört sich so an, aha, es gibt jetzt hier irgendeine Abschwächung oder einen Verlust. Nein, ich denke, dass diese Phänomene zeigen, dass Wirtschaftswissenschaft eben eigentlich ein Bereich der angewandten Ethik ist. Und eben keine Wissenschaft, die, und das ist eben, deswegen habe ich angefangen mit diesen Neurowissenschaften und so weiter, die sich gerieren kann als Quasi-Naturwissenschaft. Und das ist ja der Grund, warum die Ökonomen sehr oft sich irgendwie so etwas über die anderen Fächer stellen in den Sozial- und Geisteswissenschaften, weil sie eben irgendwie meinen, weil wir mit mehr Mathematik und Zahlen und Daten und jetzt mit Experimenten oder gar Neuroökonomik und Neurowissenschaft, dann ist das, was wir tun, eben etwas, was den methodischen Idealen der Naturwissenschaft gerecht wird. Ich glaube, dass dieser Anspruch völlig verfehlt ist und im Gegenteil die Wirtschaftswissenschaft nur als angewandte Ethik möglich ist. Das heißt nicht, dass sie dann nicht auf Tatsachenwissen angewiesen sein kann. Natürlich müssen wir Informationen haben darüber, was gut oder schlecht, wenn ich entscheiden will, was ist gut, was ist schlecht, muss ich Informationen darüber haben, was passiert denn eigentlich, wenn eben bestimmte Handlungen ergriffen werden. Nur wir haben gerade bei dem Beispiel der Anreizsysteme ja gesehen, dass das schwierig ist. Ja, wenn diese Anreizsysteme performativ sind, habe ich ja keinen externen Anker, der mir jetzt einfach sagt, ja, mach das. Sondern letztendlich, und deswegen habe ich Ihnen diese kleine Anekdote mit Alfred Herrhausen hier geschildert,
wenn dann jemand sagt, ja, ein Banker ist was anderes als ein Bankier, ja, also die beteiligten Akteure, dann haben die da bestimmt, dann meinen die was mit. Ne? Die haben die Vorstellung, das müssen Sie jetzt nicht glauben, sondern ich zitiere das jetzt einfach, weil es geht ja um die beteiligten Akteure. Wenn also die Banker oder Finanzleute selber sagen, ja, früher gab es Bankiers, die hatten irgendwie moralische Bindungen und jetzt gibt es die Banker, die haben sie nicht mehr, dann ist das etwas, was man, glaube ich, sehr ernst nehmen muss. Und das ist genau das, was ich jetzt meine. Also diese Aussage würde ja bedeuten, ja, ich führe jetzt ein moralisches Urteil ein als beteiligter Akteur, zum Beispiel dazu, zu diesen Anreizsystemen, meinetwegen also zum relativen Stellenwert des Investmentbanking innerhalb so einer großen internationalen Bank und nach welchen Kriterien dann halt entschieden wird. Ja, offensichtlich gibt es eben Leute, die sagen an der Stelle, ja, das ist eine moralische Frage. Und das ist eben ein Beispiel dafür. Und natürlich haben wir hier Tatsachenwissen. Ja, weil ich eben zum Beispiel das beobachte, was ich vorhin zitiert habe. Ja, da werden diese Anreizsysteme eingeführt. Aber trotzdem sind viele dieser Aktiengesellschaften immer noch nicht so geführt, dass sie wirklich, also selbst wenn man Shareholder Value nimmt, Shareholder Value optimieren. Im Gegenteil, viele dieser Unternehmen verbrennen unglaublich viel Geld mit einer Fülle von Fehlentscheidungen, trotz all dieser Anreizsysteme. Also das sind ja Fakten und die kann ich betrachten und aus denen kann ich eben auch Schlussfolgerungen ziehen. Also, ich komme zum Ende eben mit diesem Fazit. Bin einen langen Weg gegangen. Ich will das nur noch mal sozusagen den Bogen noch mal klar machen. Ich habe versucht, am Anfang zu zeigen, dass eben die Wirtschaftswissenschaft immer naturwissenschaftlicher ist oder sich gibt, dass es darum sehr stark, sehr intensive methodische Debatten gibt. Und diese Debatten zeigen uns, dass es eben eine wichtige Frage ist, wie sich Wirtschaftswissenschaft selbst versteht und definiert. Und dann habe ich eben versucht, jetzt zu zeigen, dass man gerade, wenn man von diesen ganzen Forschungen herkommt, erstens lernt, dass eine solche wirtschaftswissenschaftliche Analyse gar nicht auskommt ohne kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche, ja, also ohne andere Disziplinen, die man bislang nicht als Wirtschaftswissenschaft versteht, aber die eigentlich in diesen Erklärungen dann eine ganz zentrale Rolle auch spielen müssen, gerade weil man auf die Neuroebene gegangen ist. Ja, verstehen Sie, das ist ein ganz zentraler Punkt. Da meinte ich vorhin dieses Zurückwerfen. Man geht quasi auf diese Ebene und man merkt, ich muss jetzt auf eine ganz andere Ebene zurückgehen, die mich aber über die Wirtschaftswissenschaft auch wieder hinausführt. Die Neurowissenschaft führt mich über die traditionelle Wirtschaftswissenschaft hinaus, aber ich meine, ich bin bei der Naturwissenschaft angekommen. Und jetzt komme ich wieder am anderen Ende, gehe ich über die Wirtschaftswissenschaft hinaus und bin eben im weitesten Sinne bei der Kultur und mein präferierter Begriff ist eben Geisteswissenschaft. So, und wenn ich das dann überdenke und eben sowas analysiere wie Performativität, dann komme ich zu dem Schluss, zumindest in diesem Sinne, und ich finde, es ist eigentlich ein Missverständnis, in dem Sinne, dass die Wirtschaftswissenschaft eine sogenannte Wissenschaft ist, sein soll, wie die Naturwissenschaft, dann ist die Schlussfolgerung, das ist sie nicht. Und das ist eben eine Grenze, ökonomische Analyse. Ich würde sagen, die letztendliche Schlussfolgerung ist eben die, dass Wirtschaftswissenschaft angewandte Ethik ist und in dem Sinne sehr explizit moralisch-ethische Überlegungen im Kern ihres Bemühens haben sollte. Und, ich habe es schon gesagt, it's all in Adam Smith.
Das ist genau das, was, also wenn man schon sagt, Adam Smith ist der Begründer der Wirtschaftswissenschaft, dann muss man eben die Theory of Moral Sentiments sehen. Und da findet man das alles. Da findet man den Marktpessimismus, da findet man genau diese Kritik am, zum Beispiel an moralischen Effekten, die entstehen aus bestimmten ökonomischen Prozessen und so weiter und so weiter. Es ist also in dem Sinne jetzt gar nicht ketzerisch. Ich habe deswegen immer den Adam Smith dabei, nämlich sage so, bitte, wenn das der Vater der Wirtschaftswissenschaft ist, ja, bitte. Aber genau der Vater der Wirtschaftswissenschaft hat genau das gesagt, Wirtschaftswissenschaft ist eigentlich eine moralische Wissenschaft. Ja, damit bin ich am Ende. Ich habe sogar einigermaßen eingehalten, 10 nach halb.